Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Eisen und Stahl. Quasi jede große Geschichte, egal ob Fantasy-Roman oder historische Sage, hat irgendetwas mit Schwertern zu tun. Stahl und Eisen spielen da zentrale Rollen. Und im Europäischen haben wir als Beispiel Siegfried, der Balmung schmiedet und eben das Schmiedehandwerk erlernt. Balmung so scharf, dass es ein im Wasser treibendes Blatt durchteilen kann. Und zum Beispiel in Japan haben wir ganz genau dieselbe Geschichte mit dem treibenden Blatt, mit den Klingen eines Masamune. Also man merkt schon, überall wo in der Weltgeschichte Stahl und Eisen tatsächlich zu finden sind, werden sie quasi ins Mythische überhöht. Dementsprechend oft haben wir auch damit zu tun, egal ob wir jetzt Living History betreiben oder LARP oder Rollenspiel, überall wo wir uns an Geschichte bedienen, Geschichte als Vorlage nehmen, kommen wir quasi unweigerlich auf dieses Thema zu sprechen. Warum das so ist und wie viel wir tatsächlich meistens gar nicht wissen über Eisen und Stahl, denn das sind viele, viele falsche Vorstellungen im Umlauf oder Dinge, die einfach überhaupt nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen sind, darüber soll es heute gehen. Und wir fangen im Prinzip ganz, ganz am Anfang an mit der Eisengewinnung. Im 2. Jahrtausend vor Christi finden wir die ersten Beispiele für Eisenbearbeitung. Und das Eisen, das da bearbeitet wurde, ist oftmals solches einfaches Fundeisen. Das hier ist jetzt Raseneisenerz oder Raseneisensteine. Die kann man tatsächlich an der richtigen Stelle einfach so auflesen, liegen herum. Und es gibt zum Beispiel in Ostdeutschland ein paar Gegenden, da ist das so häufig, da haben wir Stadtmauern, die aus diesen Eisensteinen gebaut sind und die haben teilweise bis zu 50% Eisenanteil, also sogenannter Eisenstein, liegt da in Massen rum. Kann man ausbeuten. Wurde auch selbst im Zweiten Weltkrieg wieder in großer Stückzahl ausgebeutet, einfach weil der Rohstoff gefehlt hat, weil die Eisengewinnung in Minen und im Tagebau einfach nicht genug gebracht hat. Man ist zurückgegangen auf das Raseneisenerz. Und das kann ich im Prinzip einsammeln, nützt mir aber erstmal nichts, weil das Eisen ist da für mich, das kriege ich nicht so einfach raus. Kann ich nicht einfach irgendwie raussieben, funktioniert nicht. Und womit über viele, viele, viele Jahrhunderte lang Eisen gewonnen wurde, ist dieses Mittel, der sogenannte Rennofen. Ist eigentlich eine relativ einfache Konstruktion. In diesen Schornstein hinein wird Kohle und Eisen geschichtet. Unten wird ein Feuer gemacht. Und diese Rennöfen werden so angelegt, dass sie knapp unterhalb einer Hügelkuppe liegen. Der Wind streicht über die Hügelkuppe, also hier auf dem Bild, das ist jetzt kein optimaler Standort. Der Wind streicht über die Hügelkuppe, fährt quasi von hinten in diesen Rennofen und heizt das Feuer so stark an, dass in diesem Ofen etwas passiert. Interessanterweise erreichen diese Rennöfen nie die nötige Temperatur, um Eisen zu schmelzen. Ganz grob über den dicken Daumen schmilzt Eisen bei 1500 Grad und mehr. Diese Rennöfen kommen auf eine Temperatur zwischen 1100 und 1350 Grad. Ganz grob. Einfach nicht genug, um Eisen zu schmelzen. Aber genug, um viel anderes Zeug wegzubrennen, das Ganze zusammenbacken zu lassen. Und was ich dann daraus bekomme, das ist so eine Luppe. Moment, die Kamera muss scharf stellen. Da ist sie. Das ist die Luppe. Sieht aus wie ein Asteroid oder so etwas. Irgendwie ein Stück Mondgestein. Und wenn ich die anschleife, dann sieht das Ganze so aus. Da sieht man schon, na, da sieht man schon das blanke Eisen. So kann man sich das dann vorstellen. Und diese Luppe ist genau das, was wir über viele Jahrhunderte als Anfangsprodukt in der Eisengewinnung haben. Das ist auch ganz genau das, was zum Beispiel in Japan in der Eisengewinnung gewonnen wird. Das ist genau dieses Stück. Jetzt ist die Frage, was ist Eisen überhaupt? Eisen ist ein chemisches Element. Lernen wir in der Schule. Ich würde behaupten, von den Zuschauern hier hat noch nie jemand reines Eisen in der Hand gehabt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, fast schon in meinem Leben, mal Stahlbauschlosser gelernt. So richtig auf der Baustelle und so. Heute für mich kaum vorstellbar, aber war mein Beruf. Und ich hatte in der Ausbildung einmal ein Stück Eisen in der Hand. Also chemisch fast reines Eisen. Es fühlt sich ganz komisch an. Das ist nicht. Ist weicher, fühlt sich weicher an zumindest, hat so einen fast samtigen Angriff und ein bisschen wie Blei, als hätte man ein Stück Blei in der Hand, nicht so schwer, aber fühlt sich einfach anders an als das, was wir kennen. Was wir in der Hand haben und als Eisen bezeichnen, ist Stahl. Stahl ist nichts anderes als Eisen mit Legierungsbestandteilen. Und in der Natur kommt Eisen in reiner Form quasi, es kommt nicht vor, kann man eigentlich genauso sagen, kommt nicht vor. Hat immer irgendwelche Bestandteile, erwünschte und unerwünschte. Und
wir müssten eigentlich immer von Stahl reden. Im englischsprachigen Raum ist es ein bisschen anders. Da wird immer von Iron geredet, wenn es ein ungehärteter Stahl ist, und von Steel, wenn es ein gehärteter Stahl ist. Ich weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich korrekt ist, aber umgangssprachlich wird es so gemacht. Bei uns kann man eigentlich immer von Stahl sprechen und macht eigentlich dabei nichts groß falsch. Wenn ich diesen Anschliff, den ich jetzt gerade gezeigt habe, ich mache hier mal kurz was weg, wenn ich den Anschliff unter dem Mikroskop betrachte, dann sieht er ungefähr so aus. Eisen besteht aus Körnern. Das bildet so ein, sieht ein bisschen aus wie ein Zellgewebe, ist aber keine biologische Zelle. Es ist wirklich so ein Korn, die sich von einem abgrenzen, aber gleichzeitig so zusammengebacken sind. Und das Schwarze, was man dazwischen sieht, diese kleinen schwarzen Punkte, das ist zum Beispiel Kohlenstoff. Also ich kann es nicht genau sagen, es ist ein Legierungsbestandteil, aber am häufigsten ist es Kohlenstoff. Da sieht man schon, das ist ein Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil und dieses Gefüge nennt sich Ferrit. Das ist das typische Gefüge, das wir bei einem kalten, weichen Stahl haben, wenn wir ihn anschleifen. Ganz normal. Es gibt mehrere solche Gefüge. Es gibt dann noch Perlit und Martensit und so weiter. Für uns das wichtigste andere Gefüge ist das Austenit. So sieht es aus, wenn wir den Stahl erhitzen. Dann verändert sich dieses Gefüge. Denn Stahl hat ein kristallines Gefüge, das sich zu solchen Kuben quasi anordnet. So, an jedem dieser Würfel hängt jetzt noch der nächste Würfel dran, das ist also so ein Gittergefüge. Und solange Stahl kalt ist, hat er das linke von beiden. Das ist das kubisch raumzentrierte Gefüge. Also an allen Ecken des Kubus hängt ein Eisenatom und in der Mitte hängt zum Beispiel ein Kohlenstoffatom. Wenn es erhitzt wird, oder nee, in der Mitte ist auch ein Eisenatom, ich bin mir gerade gar nicht sicher, verdammt. Wenn es erhitzt wird und zu diesem Austenit wird, dann klappt es um. Dann verändert sich tatsächlich auch die Ausdehnung des Eisens, nicht massiv, aber es klappt um ins kubisch flächenzentrierte. Und während wir hier beim kubisch raumzentrierten Gefüge 9 Atome pro Würfel haben, haben wir jetzt hier beim flächenzentrierten 14. Also es ist viel mehr, können viel mehr Atome aufgenommen werden. Und genau da waren ja jetzt die Kohlenstoffatome munterrum, hin und her. Wenn der Stahl abkühlt, ganz normal abkühlt, dann wandert es einfach wieder zurück ins kubisch raumzentrierte Gefüge. Wenn nicht, kommen wir gleich zu. Also hier haben wir den Hintergrund für diese verschiedenen Kristallgefüge. Und wir können an diesen Kristallgefügen zum Beispiel auch erkennen, wie wurde ein Stahl früher mal behandelt. Das schlägt sich tatsächlich nieder. Ist aber eben die Besonderheit an Stahl, dass wir eben dieses Umklappen haben, dass wir diese Veränderung des Kristallgefüge haben, das wird noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Und dieses Kohlenstoffdiagramm, das jeder arme kleine Metalllehrling irgendwann hat und nicht versteht, das zeigt uns, wo diese Änderungen stattfinden, wie viel Kohlenstoff ein Stahl hat, wie hoch erhitzt wird und inwiefern er dann umklappt von einem ins andere Gefüge. Und da haben wir eben hier Ferrit und Perlit und Austenit und Lederborit und all diese verschiedenen Gefüge. Das sind jetzt nur die natürlichen Gefüge. Es gibt auch noch ein paar andere Zwischenschritte. Und da haben wir eben auch diese Temperaturen. Hier sehen wir auch, können wir sehen, bei welchem Kohlenstoffanteil wann der Stahl schmilzt. Hier bei etwas mehr als 4% ist der ideale Schmelzpunkt. Das ist am niedrigsten. Da kriegt man auf unter 1200 Grad. Aber unter normalen Umständen ist hier oben eben bei 1500 Grad, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen behandeln, aber dieses Gefüge, dieses Diagramm sagt uns eben, bei welchem Kohlenstoffanteil wir welches Gefüge bei welcher Temperatur haben. Das ist auch noch so fürs Verständnis relativ wichtig. Und jetzt haben wir eben unseren Rennofen und bekommen diesen einfachen Stahl heraus, das Ding. Damit kann ich jetzt erstmal noch gar nichts anfangen. Denn Stahl, den wir schmieden können, der hat einen Kohlenstoffanteil irgendwo zwischen ja quasi 0 und 2%. Alles über 2% ist zu spröde, das kann ich nicht schmieden, das funktioniert nicht. Diese Luppe hat 4% Kohlenstoffanteil. Das ist Gusseisen. Also heute würde man es Gusseisen nennen, kann ich gießen. Kann ich relativ schlecht behandeln, denn Gusseisen ist viel härter als Stahl. Außer es ist gehärtet, aber im Grundzustand ist es viel härter, viel spröder und für mechanische Bearbeitung im Prinzip nicht wirklich gut geeignet. Ich zeige ihn gar nicht in der Kamera, sorry.
Jetzt haben alle Schmiede auf der Welt, egal ob es japanische oder europäische oder sonst woher sind, das Problem, sie müssen aus dieser Lupe Stahl herstellen. Und dazu fangen sie an, drauf rumzuhämmern. Sie packen es zusammen in Päckchen, manchmal wird es sogar noch umwickelt, damit es nicht auseinanderfällt, und wird quasi verschweißt. Da gibt es dann auch noch bestimmte Mittel, die man dazu tun kann, damit es besser verschweißt. Aber im Grunde genommen, die Hitze und die mechanische Belastung mit dem Hammer sorgt dafür, dass ich aus diesem Schwamm irgendwann so etwas habe. Das sieht man, na, ich halt mal. Da sieht man so eine Struktur drin, das sind so Linien. Und das ist so ein zusammengebackener Placken von diesem Eisen. Und der wird so lange, ja, jetzt kommen wir zum tollen Wort, das immer wieder falsch durch die Ideenwelt geistert. Es wird gefaltet und verschweißt. Da sind die Leute jetzt bei Damaststahl oder bei japanischen Klingen, die so oft gefaltet werden. Das ist genau das. Das hat man mit jedem Stahl gemacht. Egal was. Das, was ich hier in der Hand halte, ist ein Maueranker aus dem 16. Jahrhundert. Ein Maueranker, also ein Stück mit Eisen, ein Stück Stahl, das in die Mauer getrieben wird, um zum Beispiel den Boden zu halten, etwas festzuhalten in der Wand. Das ist ein besserer Nagel. Und trotzdem wird er gefaltet und verschweißt, weil das muss ich mit jedem einzelnen Stück Stahl machen, sonst habe ich das hier. Das nützt mir nichts, das kann ich nicht verwenden, ich muss das daraus machen. Also man sieht, egal welches Stück Stahl, es wurde immer behandelt. Und das muss ich auch tun. Und bei dieser Behandlung, bei diesem Verschweißen, das nennt sich entweder gerben, nicht mit E wie beim Leder, sondern mit Ä, oder raffinieren, da kommt das Wort Raffinierstahl. Bei diesem Prozess verliert dieser Stahl Kohlenstoff und kommt in einen Bereich, in dem er schmiedbar ist. Da habe ich dann einen Stahl, mit dem ich arbeiten kann. Ein paar andere unerwünschte Bestandteile kann ich auch noch raushauen. Also ich kann wirklich das ausbrennen und raushauen. Ein paar andere kann ich sogar reinholen. Ich kann damit tatsächlich ein bisschen was steuern. Aber die wirklich frühen Schmiede können nicht wirklich gut steuern, welche Legierungsbestandteile sie haben. Wenn wir auch nochmal drauf kommen. Wenn ich an diesem Punkt bin, wenn ich so Barren habe, verschieden groß, dann habe ich mein Ziel erreicht. Und in der Eisenzeit waren diese Barren Handelsware. Das sind so spitze Barren, haben zwei Spitzen, die wurden tatsächlich weithin gehandelt, weil sie wertvoll waren. Gutes Eisen, schmiedbares Eisen war eine wertvolle Angelegenheit. Im Grab von Tutanchamun zum Beispiel war eine Eisenklinge. Das ganze Gold, hatte jede Menge Gold, aber eine Eisenklinge. Das war tatsächlich eine Gabe, die einem Pharao würdig war, ihm ins Nachleben zu folgen. War tatsächlich am Anfang eine sehr, sehr aufwendige Sache. Und erstmal ist Bronze auch lange Zeit dem Eisen überlegen, weil es nicht ganz so schwer zu beschaffen, ganz so schwer zu bearbeiten ist. Dauert eine ganze Zeit, bis das Eisen da aufholt, bis es einfach die Verarbeitung entsprechend gut war. Und ja, wir haben hier so die typische Schmiede, die ändert sich auch über die Jahrhunderte eigentlich gar nicht so groß. Wir haben hinten ein Esse, um das Eisen glühend zu machen. Wir haben vorne einen Amboss. Das kann auch ein dicker Stein sein. Also heute noch, wer auf YouTube guckt, es gibt Videos, wie in Afrika Eisengewinnung her teilweise funktioniert und wie die aus irgendwelchen Metallresten in einem ja, Rennofenkonstrukt nach wie vor Eisen gewinnen. Und verschmieden und daraus Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände machen. Das findet man noch genauso. Und da ändert sich eigentlich lange, lange Zeit nichts. Erst in der Industrialisierung finden wir die ersten großen Veränderungen. Wichtig hinter dem Schmied, der auch die Zange in der Hand hat, im Hintergrund sieht man die Blasebalge. Das ist ein ganz wichtiger Teil in der Esse. Ob die jetzt mit der Hand betrieben werden oder anders, ist gar nicht der große Unterschied. Aber ohne Sauerstoff ins Feuer zu blasen, wird das Ganze überhaupt nicht heiß genug, um Stahl wirklich so glühend zu kriegen, wie man es fürs Schmieden braucht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass da Blasebälge oder sonst irgendeine starke Luftzufuhr im Spiel ist. Im Mittelalter ändern sich schon ein paar Dinge. Wir haben zum einen durch mechanische Mittel wie ein Pochwerk, ein wassergetriebenes Pochwerk, wird das Eisenerz besser zerkleinert, besser vorgereinigt. Und aus dem Rennofen wird dann der Stückofen. Hier haben wir so einen Stückofen. Das ist jetzt der Übergang zu den allerersten richtigen Hochöfen. In der Zeit, im 14. Jahrhundert, fangen die allerersten Hochöfen bei uns an. Die schaffen es einfach, indem sie den Stahl während der Schmelze schon aufkohlen und genug Sauerstoff einblasen, senken sie, also erhöhen nicht die Temperatur des Ofens, das geht nicht viel höher als das, was wir sowieso schon haben, sie senken die Schmelztemperatur des Stahls.
und kriegen dann zum ersten Mal eine flüssige Schmelze in diesem Hochofen, in diesem Stückofen. Das hat einen großen Vorteil. Sie können von Anfang an einen reineren Stahl produzieren und können den Kohlenstoffanteil bereits manipulieren. Dann kommt auch noch das Frischen dazu, das Einblasen von Luft, um genau den Kohlenstoff rauszubrennen. Und was am Ende übrig bleibt, ist eben nicht mehr das hier, sondern ein relativ, relativ homogener Block Eisen oder beziehungsweise Stahl. Ist tatsächlich synonym in dem Fall. Das ist ein ganz großer Fortschritt. Ich muss nicht mehr jedes Stück, kleine Stück Eisen mit der Hand, jedes einzelne Stück Luppe mit der Hand zu Stahl verarbeiten. Ich kriege schon von vornherein etwas, was stahlartiger ist, was zumindest viel, viel weniger Nachbearbeitung braucht. Und dann sind wir im Bereich der anfangenden Industrialisierung. Dann können wir eben anfangen mit solchen Hammerwerken, mit solchen großen wassergetriebenen Werkzeugen zu arbeiten. Nicht nur zum eigentlichen Schmieden, sondern auch vor allem zum Herstellen von Halbzeugen. Ein Schmied oder ein Plattner im 15. Jahrhundert, der war nicht darauf angewiesen, dass er seine Rohlinge alle selber macht. Wenn der einen Brustharnisch bauen will und dafür ein, sagen wir, 2 mm Blech braucht, gut, Millimeter hat er nicht, aber das entsprechende Gegenstück, dann bestellt er das. Der kann wirklich bei seiner Hammermühle sagen, schickt mir ein Dutzend Platten, die und die Größe, die und die Dicke, die und die Qualität. Qualität, kommen wir nochmal, ist nicht ganz so einfach, aber diese Lieferungen wurden dann geschickt. Wir haben die entsprechenden Rechnungen, das gab es durchaus. Wir sind im Zeitalter der Halbzeuge angekommen, in der das Produkt nicht mehr von Anfang an ist. Wir haben nicht mehr den Schmied, der Raseneisenerz sammelt, daraus im Rennofen die Luppe erzeugt, die Luppe zu einem Stück Stahl macht und so weiter. Das muss er gar nicht mehr. Der hat Halbzeug, auf die er zurückgreifen kann. Und genau dieses von der Luppe bis zum Schwert, das ist das, was in der japanischen Schmiedekunst heute betrieben wird und im Prinzip so den Mythos auch beinhaltet. Der dortige Schmied, der macht Sachen, die ein hiesiger Schmied schon seit Jahrhunderten nicht mehr macht, weil das gar nicht braucht. Das kann er einfach abnehmen. Und ob das jetzt wirklich ein Vor- oder ein Nachteil ist, das ist eine gute Frage. Man kann natürlich argumentieren, der Schmied hat mehr Kontrolle über die Qualität des Ganzen, aber letztlich, die Qualitätsunterschiede bei Stahl, werden wir auch noch sehen, sind tatsächlich nicht so riesig. Nochmal kurz zur Chemie, was dann noch eine ganz wichtige Rolle für die Weiterbehandlung des Stahls spielt, sind die Glüh- und Anlassfarben. Die Glühfarben können einem Schmied Auskunft darüber geben, wie heiß der Stahl ist. Wir haben hier auf der linken Seite die Glühfarben, auf der rechten die Anlassfarben, dazu kommen wir gleich nochmal. Und wir sehen, es fängt bei dunkelbraun an, das sind 550 Grad. So dunkelkirschrot, das ist das, wo man dann als normaler Laie langsam sieht, ah, da passiert was, da glüht langsam Stahl, 740 Grad. Und das ist zum Beispiel auch der Bereich, für den ich nicht meine Äste brauche. Es gibt Schmiede, die können rein durch Hammerschläge ihr Werkstück in diese Temperatur bringen. Ist jetzt so, mehr oder weniger Trick macht man im Alltag nicht, denn bis dahin kriegt er schon genügend Verspannung und so mit. Aber möglich ist es. Also tatsächlich, Schmiede können durch reine Hammerschläge Stahl zum Glühen bringen, so im Kirchrotbereich. Dann geht es eben ins Gelbliche immer mehr und bei Gelb-Weiß, das ist dann schon sehr, sehr heiß und da fängt zum Beispiel an, der Kohlenstoff schon zu verglühen. Der springt dann so als Funken weg und das ist der Moment, wenn man als Lehrling seinen Stahl in der Temperatur hat und die Funken sprühen, dann sollte der Meister nicht um die Ecke kommen, weil dann gibt es eins auf die Löffel, weil man gerade ein hochwertiges Stück Stahl in Eisen verwandelt, weil man den Kohlenstoff verbrennt. Kohlenstoff spielt noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Denn bei dem Umklappen im Kristallgefüge, das wir vorhin hatten, passiert etwas mit dem Stahl. Und zwar die Kohlenstoffatome, wenn dieses Abkühlen aus dem kubisch-flächenzentrierten ins kubisch-raumzentrierte Gitter zu schnell geht, dann können die Kohlenstoffatome sich nicht neu sortieren. Dann bleiben die zwischen den umklappenden Gefügen gefangen. Und was damit passiert, ist das, was mit so einem Handtuch passiert, wenn ich es verdrehe. Ja. Das passiert, es verspannt sich und es ist fest. Kann das Ganze abkühlen mit Zeit, dann passiert genau das und ich habe weichen, in Anführungszeichen weichen Stahl. Das ist das, was beim Härten passiert. Um härten zu können, damit Stahl härtbar ist, braucht er einen gewissen Kohlenstoffanteil. Das fängt relativ gleich an. Also die meisten
Rüstungsteile heutzutage werden aus einem C45 gehärtet. Der hat 0,45% Kohlenstoff, also etwas weniger als ein halbes Prozent Kohlenstoff. Und dann geht es bis 2%, ab dann reden wir eben von Gusseisen. Das Härten klingt erstmal toll. Ich kann Stahl hart machen, es hat aber auch seine Nachteile. Ich habe hier ein paar Proben dabei. Das hier ist ein Stück Stahl, ein 1,2 mm Baustahl, nicht härt, also quasi nicht härtbar, ungehärtet. Das ist das, woraus Labrüstungen sind, die meisten, oder auch Mittelaltermarktrüstungen. Und ihr seht, braucht da nicht mal viel Kraft. Klar, das kann man natürlich durch Formgebung alles ändern, aber per se ist das erstmal etwas, was ich relativ einfach verbiegen kann. Derselbe Stahl in 2 mm. Auch da sieht man, er ist schon ein paar Mal verbogen worden, aber das ist langsam eine festere Sache. Da muss ich wirklich schon zwei Hände zusammennehmen, um den zu verbiegen. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Wiederum so ein Stahl, aber in gehärtet. Genauso dick. Man sieht sogar, das war mal dieselbe Platte. Das ist aus einem Stück geschnitten. Also, das hier ist ein C45 ungehärtet, aber solange man ihn nicht härtet, hat er nicht so große Unterschiede zum normalen Baustahl. Wenn man ihn dagegen härtet, nicht zu biegen, kann ich machen, was ich möchte. Ich kriege dieses Ding nicht gebogen. Aber ich hatte mal einen Besucher, ich habe den, als das Ding noch, ihr seht, das ist ein bisschen kürzer als das andere, als es noch lang genug war, habe ich es mal einem sehr, sehr kräftigen Menschen in die Hände gegeben und er hat es auf sein Knie aufgesetzt und plötzlich macht es knack und er guckt mich traurig an. Es ist gebrochen. Da oben ist eine Bruchkante. Harter Stahl kann brechen. Wenn man es entsprechend macht, sogar ziemlich leicht. Dann spricht man von glashart, dann kann der einem runterfallen und in 5 Teile zerbrechen oder so. Also wirklich, das ist, wenn Stahl sehr, sehr hart ist, kann der sehr leicht brechen. Und um das zu verhindern, kommen die Anlassfarben von eben ins Spiel. Ich zeige es nochmal kurz. Die Anlassfarben sind im viel geringeren Temperaturbereich. Die fangen bei 200 Grad an. Wenn ich den Stahl wieder warm mache, dann bekommt der so eine Verfärbung. Das kennt man, wenn man irgendwie mal Stahl mit einem Schweißbrenner behandelt hat, dann gibt es da so blaue Verfärbungen und sowas. Das sind genau diese Anlassfarben. Darin kann ich ebenfalls die Farben ablesen. Und was der Schmied jetzt macht, er hat seinen Stahl zum Beispiel im Bereich hellrot gebracht durch Glühen, hat es abgeschreckt in Wasser oder wenn es nicht ganz so schnell gehen soll, in Öl. Oder es gibt auch Lufthärten, dann lässt man es einfach in der Luft abkühlen. Es gibt auch Stähle, die dann schon einen Härteeffekt haben. Und diesen abgeschreckten Stahl, den mache ich jetzt wieder warm und mache eine blanke Fläche, die ich mit der Bürste nochmal abreibe. Und in dieser blanken Fläche sehe ich dann diese Anlassfarben langsam. Und wenn das dann die richtige Farbe erreicht hat, dann schrecke ich es wieder ab. Das heißt, ich nehme mein Handtuch. Na, ich mache erst hier weg. Augenblick. Ich nehme mein Handtuch. Und fringe es und bringe es und bringe es und. Ja. Habe jetzt einen wirklich, wirklich festen Stahl. Und durchs Anlassen lasse ich jetzt wieder ein ganz klein bisschen raus. Und jetzt habe ich einen festen Stahl, den ich trotzdem ein bisschen, ja, ist mir zu weich, so ein bisschen biegen kann. Also der hat eine gewisse Flexibilität, ist aber gleichzeitig hart. Er ist nicht so, er ist aber auch nicht so. Gut, brechen wird mein Handtuch jetzt kaum, außer ich tue es lange, lange in ein sehr, sehr kühles Medium. Aber da brauche ich wahrscheinlich flüssigen Stickstoff. Selbst das ginge dann irgendwann. Aber das ist das Prinzip dahinter. Ich nehme meinen Stahl, härte ihn, lasse ihn dann wieder an und kriege so meinen optimalen Wert zwischen Härte und Flexibilität. Denn Härte allein ist, wie gesagt, nicht alles. Ein zu hartes Schwert würde beim ersten Schlag auf ein gegnerisches Schwert einfach zerspringen, würde wirklich brechen. Und deswegen muss ich eben dieses Mittelding bekommen. Wenn ich mir diesen Stahl nochmal unter dem Mikroskop angucke, dann sehe ich auch zum Beispiel solche Strukturen. Das sind Kornstrukturen. Und ihr seht, in diesem Fall, das ist ein moderner Baustahl, der ist gewalzt, sind diese Kornstrukturen horizontal ausgerichtet. Das sieht aus wie so Lagen. Und diese Kornstruktur kann ich auch beim Schmieden beeinflussen. Das ist ein ganz wichtiger Teil bei manchen Schmiedearbeiten, dass diese Kornstruktur, zum Beispiel wenn ich ein Loch bohre oder ein Loch reindorne, also in ein heißes Stück einen Dorn schlage und so ein Loch mache, ist das gedornte Loch tatsächlich stabiler, weil diese Struktur ist nicht durchtrennt, sondern ist quasi um den Dorn herum.
das spielt teilweise auch noch eine Rolle und wie homogen das Ganze ist. Je feiner diese Struktur, die wir hier sehen, umso homogener ist ein Stahl, umso widerstandsfähiger ist er tatsächlich gegen Risse. Und wenn man sich historische Stähle anguckt, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, die Kamera kann das nicht wirklich gut sehen, und so einen Block wie den hier nehme, anschneide und dann breche, dann an dieser Bruchkante sehe ich relativ gut schon mit bloßem Auge, wie fein die Kornstruktur ist. Und moderne gewalzte Stähle haben eine sehr, sehr feine Kornstruktur. Das ist tatsächlich etwas, wo moderne Stähle den historischen Stählen fast immer weit überlegen sind, dass diese Struktur eben sehr, sehr fein ist. Und das sind im Prinzip die wichtigen Punkte für Stahl. Wie hart ist er? Wie flexibel ist er? Und wie homogen ist er? Also wie sauber? Habe ich irgendwelche Einschlüsse? Kann ich auch gleich noch was an der Klinge zeigen. Gibt es irgendwelche Sollbruchstellen und ähnliches. Und als Beispiel eben, ich habe hier einen Bodenfund eines langen Messers. So eine einfache Arbeitsklinge, ist aus dem Taunus. Und die sind tatsächlich so häufig, dass man sie nicht, also man, diese Klinge wurde dem Museum vorgelegt, aber das Museum hat gesagt, haben wir genug, kannst du behalten, ist deine. Und irgendwann ist er in meinen Besitz gekommen, war ein Geschenk, aber ich weiß eben, wer sie gefunden hat, es ist nicht irgendwie eine Sondengänger-Raubgrabung oder sowas, es ist ein Fund aus dem Taunus, der auch angemeldet wurde. Aber wir haben den, also Tim Esemann, ein Schmied aus Norddeutschland, hat das hauptsächlich gemacht, der hat die angeschliffen. Und wir haben mal geguckt, wie ist die überhaupt aufgebaut. Und sehr typisch für eine solche Klinge, sie besteht aus zwei Bestandteilen. Sie hat nämlich eine weiche Rückenlage, also ein kohlenstoffarmer Stahl, der gar nicht so sehr härtbar ist. Und eine Klinge aus kohlenstoffreichem Stahl, die gehärtet werden kann, die hart ist. Das ist ein ganz typischer Aufbau für Klingen. Und selbst heute sehr gute Meißel oder sowas, Werkzeuge oder auch Äxte haben immer noch eine eingesetzte Schneidlage aus einem höher legierten Stahl, aus einem Stahl, der hart ist. Und das ist auch das, was wir kennen von Katana, japanische Klingen. Auch da wird wieder ein ganz großer Bohai drum gemacht, dass eben auf eine weiche Rückenlage eine harte Schneidlage aufgesetzt oder eingesetzt wird. Aber auch das ist wieder vollkommen normal. Also diese Klinge unterscheidet sich ja nicht. Und der Rücken ist ein Gerbstahl, hat eben diese Strukturen, ist ein vielfach gefalteter Stahl. Auch die Schneidlage ist genauso vielfach gefaltet, aber eben aus einem anderen Stahl. Diese Klinge unterscheidet sich von einer japanischen Klinge in nichts. Das ist genau dasselbe, was auch heute noch japanische Schmiede tun. Das war einfach weltweit üblich, um Klingen zu schmieden. Ganz einfach, hat jeder gemacht. Spannenderweise findet man einen starken Fehler daran, denn diese Schneidlage in der Mitte, als dann geschliffen wurde, ist man aus der Mitte geraten. Auf der einen Seite geht die Schneidlage über die Klingenmitte, auf der anderen Seite ist sie nur bis hier oben etwa. Also die Schneidlage hätte auf beiden Seiten gleich tief runtergehen müssen, ist aber aus der Mitte geraten. Und Tim Esemann hat dann danach nach dieser Vorlage diese Klinge gebaut. Die Rückenlage besteht hier aus einem Maueranker aus dem 16. Jahrhundert, nämlich Teilen davon. Das ist aus derselben Quelle. Während die Schneidlage, der hochlegierte Stahl, ist in einem Rennofenexperiment entstanden. Also war mal solche Lupe, vielleicht war es sogar die Lupe, ist nämlich auch von demselben Schmied, der hat mir das auch zur Verfügung gestellt damals. Also der Stahl ist so nah an einem historischen Stahl, wie es eigentlich geht. Der eine ist ein historischer Stahl, der andere ist nah dran und daraus haben wir eben diese Klingen gearbeitet. Und dann gibt es die sehr schöne Geschichte, man sieht hier, ich versuche mal größer zu zeigen, Kamera los, mach. Da, oberhalb meines Daumens sieht man so eine Kuhle, ja, jetzt sieht man sie gut. Da ist ein Stück rausgeplatzt. Das war ein Schweißfehler. Das ist so ein klassisches Problem, das passieren kann bei so einem Stahl. War aber gar nicht so das Schlimme, denn beim Original, also hier ist sie bei der Vorlage und hier ist sie beim Original, da oberhalb meines Zeigefingers. Also ein paar Millimeter von der Stelle, wo es dem Schmied passiert ist. Genau dieselbe Ausplatzung. Das ist etwas, was tatsächlich bei so einem Stahl unvorhergesehenerweise passieren kann. Ist so. Ja, und das war natürlich ein sehr schöner Einstieg in die Herstellung einer damaligen Klinge. Und ich habe hier nochmal ein Bild, das ist jetzt von Jürgen Krassler, Schorsch der Schmied. Komischer Name, aber einer der großartigsten Schmiede, die so rumlaufen. Und das ist so eine klassische frühmittelalterliche Klinge. Und da sind wir beim Thema Damast. Man sieht auch hier, diese Klinge ist aus zwei Teilen aufgebaut, aus mindestens zwei Teilen, muss ich sagen. Man sieht in der Mitte diesen Damastkern. Und außenrum
einen weiteren Stahl, der eben nicht diese starke Damaszierung aufweist. Man sieht hier auch so eine Wellenstruktur, eine Haarstruktur, aber das ist eben dieser Raffinierstahl. Da sind eben mindestens zwei Teile wieder zusammen. Und Damas ist jetzt wieder so ein eigenes Thema, wird heute auch ganz, ganz, ganz hochgehypt. Oder mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, vor ein paar Jahren war es viel stärker. Und dem werden auch wieder fantastische Eigenschaften zugewiesen. Hat er tatsächlich eigentlich nicht. Also das ist nichts, was man groß machen. Bei einem gewissen Versuch, beim Kerbschlag, Biegeversuch hat er kleinere Vorteile. Das liegt aber wahrscheinlich eher an der Struktur des Stahls, also an irgendwelchen anderen Dingen. Und was man eben da oft hört, ist, dass man zwei Stähle nimmt, einen harten und einen weichen, und die faltet man und verdreht sie, und danach hat man einen Stahl, der die Vorteile von hartem und weichem Stahl miteinander verbindet. Das ist eine sehr schöne Idee, funktioniert nur leider nicht. Ich nehme mal. Wenn ich nämlich meine beiden Lagen habe, einen harten und einen weichen, und die jetzt aufeinander lege, Stahl hat da ein Problem. Stahl, der Kohlenstoff diffundiert ziemlich schnell im Stahl, sonst würde es mit dem Härten nicht funktionieren. Der Kohlenstoff diffundiert ja da innerhalb des Stahls. Und wenn ich diese beiden Lagen miteinander verschweiße, die haben danach denselben Kohlenstoffanteil. Dieser Damaststahl ist, was Kohlenstoff angeht, ein Monostahl. Da ist kein Unterschied mehr. Was diese Verfärbung eher macht, ist. Augenblick. Nein, falsch. Ups. Einen Moment, ich habe das ein Bild vergessen. Das haben wir aber gleich. Da ist es. So, hier haben wir so einen Aufbau einer Damastklinge. Es ist ein Fund, und da haben wir einen typischen Aufbau. Wir haben in der Bildmitte, Moment, ich hole meinen Zeigefinger, da ist er. In der Bildmitte haben wir den weichen Kern aus einem Monostahl, also kein Damaststahl. Wir haben Schneidlagen aus einem harten Stahl, und wir haben nur als Einlagen den Damaststahl. Das finden wir relativ oft bei Schwertern, und auch das ist ein guter Beleg dafür, dass der keine Wundereigenschaften hat. Der hat gar keine Eigenschaft für dieses Schwert. Den könnte man auch im Prinzip weglassen. Man könnte eine tiefere Hohlkehle reinmachen. Der ist reiner Schmuck. Also er schadet auch nicht. Er ist ein stabiler, guter Stahl, aber er hat keine besonderen Eigenschaften darüber hinaus. Er wird einfach nur eingelegt. Nicht immer. Manchmal ist auch der ganze Kern aus dem Damaststahl. Das gibt es durchaus auch. Aber das ist eben ein schönes Beispiel. Und hier sieht man es dann auch. Die unterschiedliche Farbe erklärt sich vor allem durch den Phosphoranteil des Stahls. Das ist das, was die farblichen Unterschiede machen. Nicht der Kohlenstoff. Der Kohlenstoff ist längst diffundiert. Ist ein Kohlenstoffanteil, hat sich komplett homogenisiert. Phosphor ist hier der Teil, der die Farbe macht. Warum die dann so viel mit Damaststahl gemacht haben, ist dann die Frage. Und das hat einen sehr einfachen Grund. Denn wenn ich ein Schmied bin, der im der Antike oder vor allem im Frühmittelalter tauchen die wieder auf, Völkerwanderungszeit, Frühmittelalter, mit wenig industriellen Möglichkeiten, beziehe ich meine Stähle aus verschiedenen Gebieten. Es gibt nicht den idealen Stahl. Wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir an, ich sitze im Rhein-Main-Gebiet, dann gibt es Stahl aus dem Solinger Gebiet irgendwo. Der hat gewisse Eigenschaften. Die reichen mir aber für mein Schwert gar nicht. Ich brauche ein Mittel davon. Also nehmen wir an, der hat einen hohen Kohlenstoffanteil, das kann ich relativ ganz leicht kontrollieren, aber hat eben, was ich als Schmied noch gar nicht weiß, die anderen Bestandteile. Ich habe mir so eine schöne Liste gemacht. Chrom, Nickel, Molybden, Mangan, Vanadium, Wolfram sind alles so Bestandteile, die heute extrem gezielt eingebracht werden. Damals waren sie nicht groß bekannt, aber sie waren im Stahl. Man konnte sie nur nicht sehen. Und aus Erfahrung weiß ich dann, ein Stahl aus einer gewissen Region hat gewisse Eigenschaften. Und die möchte ich miteinander mischen. Auch die Kohlenstoffanteile sind unterschiedlich. Und dann habe ich eben hier die Möglichkeit, ich verschmiede verschiedene Stähle miteinander. Das kenne ich ja sowieso vom Raffinieren. Da mache ich es mit demselben Stahl. Jetzt mache ich es mit verschiedenen Stählen. Das war eine Möglichkeit für den Schmied, Stähle zu verbinden, einen neuen Stahl zu machen, der die gewünschten Eigenschaften hat. Und nicht alle diese Bestandteile sind so einfach rauszuschmieden oder rauszubrennen wie Kohlenstoff. Also das funktioniert ganz gut. Und da ist eben irgendwann natürlich aufgefallen, das sieht gar nicht schlecht aus, was ich da mache. Hübsch.
Und indem ich dann noch verdrehe, sogenannte Torsionsdämmung macht, ich mache mir ein Päckchen aus den verschiedenen Lagen und den verdrehe ich dann, schmiede mir glatt, dann kriege ich ganz wundervolle flammende Muster rein. So entsteht der Mast. Aber der Mast hat erstmal keine wirkliche technische Funktion, außer der Funktion, dass ich Stahl-Eigenschaften verbinden kann. Aber es hat jetzt keine Wunderfunktion. Es hat vor allen Dingen eine optische Funktion. Und die war unfassbar beliebt. Also wir haben im Frühmittelalter zum Beispiel sehr, sehr viele damaszierte Schwerter. Im Spätmittelalter ist das komplett weg. Im Hoch- und im Spätmittelalter verschwindet das. Da ist eine Klinge blank. Mochten die so? Es gibt auch für sie keinen Grund mehr, solche Stähle zu verbinden. Wir sind längst wieder in einem Bereich, in dem Stahl steuerbarer ist, in dem ich, und wenn ich vom Hochofen rede, also wenn ich von einem Schmelzstahl spreche quasi, dann kann ich das umso einfacher steuern haben bei einem umso homogeneren Stahl, dann hat Damast tatsächlich überhaupt keine vorteilhaften Eigenschaften mehr. Im Orient gibt es auch noch den Wotz, das ist eine ganz spezielle Art Stahl, der bereits im Rennofen erzeugt wird. Die Luppe, das hier, das hat bereits diese feine Maserung. Wie kann ich am besten Wotz beschreiben? Das ist eine ganz extrem feine Kräuselung. Das ist wahrscheinlich das, was oft als wurmbunter Stahl bezeichnet wird, wobei, ja, Damast eben auch. Aber der ist noch viel feiner als bei den allermeisten Damastsorten. Da wurden vor ein paar Jahren Nanoröhren gefunden, Kohlenstoff-Nanoröhren. Es gibt aber auch da noch keinen Beweis, dass es irgendwelche positiven Eigenschaften auf den Stahl hat. Also Wotz war auch ein legendärer Stahl, liegt auch daran, dass er relativ früh erzeugt werden konnte und dass gerade im indischen Bereich mit Wotz erstaunliche Dinge angestellt wurden, weil die einfach schmiedetechnisch sehr, sehr weit waren. Aber auch Wotz ist nichts, was jetzt irgendwie Wundereigenschaften hat. Ja, das sind im Prinzip die ganzen Geheimnisse des Stahls selbst. Wir schauen uns nochmal an, wie das Ganze verarbeitet wurde. Ich mache mal einen sehr weiten Sprung. In Europa kennen wir so berühmte Beispiele, Rüstungen, Schwerter. Japan, die japanischen Schwerter sind auch bekannt. Indien ist dann schon weniger bekannt, war eins der ganz wichtigen Länder, die zum Beispiel vor 3000 Jahren eine mehrere Tonnen schwere Eisensäule dahingestellt haben, von der keiner weiß, wie man das gemacht hat zu der Zeit. Steht ja in Indien rum. Interessanterweise gibt es Epochen, da war Schmieden in Indien Frauensache. Gibt einen ganzen Haufen Bilder, wo man Frauen schmieden sieht. Ist auch heute noch üblich, dass die als Zuarbeiter in Schmieden arbeiten. Der Orient natürlich, Damaskus, Damaszenerstahl ist ja irgendwo nach Damaskus benannt. Ob das jetzt wirklich von da kommt, ist sehr unwahrscheinlich, denn es ist gerade bei uns ja im Frühmittelalter, wo der Kontakt nicht ganz so stark war, sehr verbreitet gewesen. Aber auch natürlich der Orient ist bekannt. Was weniger bekannt ist, ist zum Beispiel Indonesien. Die haben eine ganz eigene Schmiedekultur, die ja lustigerweise fast komplett auf Meteoreisen basiert. Der Hauptteil deren Eisen ist Meteoreisen. Klingt völlig schräg, ist aber so. Und Meteoreisen ist natürlicher Damast. Der hat durch Temperatur, was man Meteor ja ab und zu mitbekommt, ähnliches, hat der Muster ausgebildet, die im Prinzip Damast entsprechen. Und daraus werden solche Chrisklingen hergestellt. Wirklich mit, ich sag mal, fast primitivsten Mitteln schaffen die diese Wunderwerke. Und auch das ist eine Abart von Damaststahl, diese Chris, nicht nur, weil das Grundmaterial so ist, sondern weil diese verschiedenen Meteore zusammen oder Meteoriten zusammengeschmiedet werden, diese Meteoreisen ganz unterschiedliche Funktionen. Es wird fast automatisch Damaststahl. Also diese Farbvarianten im Stahl kriegt man automatisch mit. Bei denen, dieser Stahl wird auch, soweit ich weiß, gar nicht groß irgendwie behandelt. Der bleibt so. Also keine Anätzung oder ähnliches, will ich gleich noch was zu sagen. Hat aber eine ganz eigene Ästhetik. Auch wirklich eine ganz lang anhaltende Schmiedetradition. Heutzutage ist so das natürliche, ja, Damaststahl wird geätzt, damit das Muster hervorkommt. Das ist gar nicht so in Stein gemeißelt. Ich bin eher ein Anhänger der Idee, dass das Ganze rauspoliert wurde. Dass das Ganze nicht durch Ätzen erzeugt wurde, sondern durch Politur. Es gibt zum Beispiel diesen Theoderich-Brief, der wird immer so als Beispiel für den Damaststahl genommen, aber dieser Theoderich, dieser König, der Schwert darin so beschreibt, für den ist Damaststahl was völlig Übliches. Was er aber sagt mit seinen Worten, Spiegel der Männer und dieses Gekräusel, eigentlich bewundert er die Art der Politur, denn das ist eine Klinge, die in Nordafrika von den Vandalen poliert wurde, germanisches Volk, in Anführungszeichen, das da runtergewandert ist. Und die waren berühmt für ihre Polierarbeiten. Also das ist tatsächlich eine Spezialität wohl gewesen. Und diese Klinge, die er da beschreibt,
lobt er in meinen Augen weniger wegen dem Damaststein und der Damaszierung als vielmehr wegen der herausragenden Politur. Und man kann mit Politur auch eine Damaszierung herausholen. Das funktioniert recht gut, die ist ein bisschen dezenter als die geätzte, aber das ist zumindest in meinen Augen, in dem Punkt bin ich eher Laie, eher die Art, die ich für wahrscheinlich halte. Das Ganze, was machen wir aus Stahl? Also klar, Waffen. Waffen ist so mit das Erste. Rüstung kommt nicht ganz so schnell. Und Werkzeuge, jede Menge Werkzeuge. Gerade zur Bearbeitung von Metall sind Metallwerkzeuge ziemlich gut, auch bei allen anderen Dingen. Erst wenn wir Stahlklingen haben, sind viele Sachen so ohne weiteres machbar. Antike klammere ich jetzt mal ein bisschen aus. Im Frühmittelalter wird Stahl sehr, sehr wenig verwendet. Viele, viele Werkzeuge werden aus Holz gemacht. Teilweise auch, wir haben auch noch Steinwerkzeuge durchaus. Also ein Stein kann auch ein gutes Werkzeug sein als Amboss oder ähnliches. Ist nicht so Steinklingen, das haben wir im Frühmittelalter nicht mehr. Aber dass wir wirklich Stahl haben, kommt gar nicht so oft vor. Wir haben tatsächlich viele Holzwerkzeuge. Ein Rechner aus Holz kann zum Beispiel hervorragend funktionieren, ganz ohne Stahl. Mit der Zeit des Mittelalters wird das wieder immer mehr. Ich habe immer mehr Stahl. Auf einmal benutze ich Ketten statt Seile oder Lederriemen. Die Gebisse der Pferde werden wieder aus Eisen bzw. Stahl hergestellt. Es taucht immer mehr auf, je verbreitet das ist. Aber das ist wieder etwas, was mit der Zeit erst passieren muss. Dadurch habe ich eine enorme Bandbreite an metallverarbeitetem Handwerk. Man denkt immer so, es gibt immer so das Klischee des Dorfschmiedes, der kann das alles. Da wird auch gar nicht getrennt zwischen dem Dorfschmied und dem Stadtschmied, das ist irgendwie alles eins. Und in jedem Rollenspiel, ich gehe zum Schmied und lasse mein Pferd beschlagen, meine Rüstung reparieren und kaufe ein neues Schwert. Und dieser Dorfschmied ist auch immer so ein Hühne, also so breite Schultern. Ich hab mit Schmieden gearbeitet. Die Firma, in der ich gelernt habe, war eigentlich eine Schmiede und meine Kollegen waren Schmiede. Und unser Altgeselle, der ging mir nicht mal bis zum Kinn und war eher so. Gut, der hat in seinem Arm dreimal so viel Kraft gehabt wie ich, locker. Der hat den Vorschlaghammer, den großen Vorschlaghammer mit zwei Fingern am unteren Ende genommen und hochgehoben. Ich habe so unten 5 cm rausstehen lassen müssen, um das auch nur ansatzweise zu schaffen. Aber ein Schmied ist kein Bodybuilder. Dazu müsste er ständig andere Trainingseinheiten machen und seine Leistung müsste sich fortwährend steigern. Ein Schmied macht grob immer dasselbe. Der ist zwar, die Muskeln sind trainiert, aber nicht, die werden nicht dicker. Der kriegt keine riesen Arme. Und auch heutige Schmieden, die ich kenne. Ich habe so im Hobby, kenne ich etliche Leute, die schmieden und keiner von denen sieht aus wie Arnold Schwarzenegger. Nicht ein einziger. So wenig wie man, wie aussieht wie Arnold Schwarzenegger, den man ein Brunnenrad 20 Jahre lang dreht, so wenig wird man ein Bodybuilder, weil man schmiedet. Das ist egal. Nein, wir haben relativ früh eine Spezialisierung und eine Generalisierung. Aber die handwerklichen Schmiede, die teilen sich auf in das, was sie tun. Wir haben den Hufschmied, der muss eine Menge über Pferde wissen, aber macht in Anführungszeichen relativ einfache Eisenarbeiten. Wir haben den Grobschmied, der eben wirklich grobe Dinge macht. Der kann Meißel schärfen, der kann Äxte schärfen, der kann auch einfache, also auch einen Axtkopf kann der machen. Da wird er eben, auch da wird eine Schneidlage eingesetzt, aber das kriegt er durchaus hin. Auch einfache Messerklingen kann er machen, der kann aber kein Schwert machen. Dem fehlen dann die Erfahrungen, wirklich die Stähle so zusammenzufügen, dass das Richtige dabei rauskommt, Härten und solche Feinheiten. Der kann härten, klar, für das, was er braucht, aber bei dem ist es, wenn ein Härteriss im Axtkopf entsteht, ja, dann repariert das halt. Wenn in der Schlacht das Schwert bricht wegen einem Härtefehler, dann ist das nicht ganz so einfach. Vor allem nicht, wenn der Besitzer stirbt und die Verwandten dann wegen Regressansprüchen kommen. Das wird relativ früh unterschieden. Also ein Schwertschmied ist ein Schwertschmied. Der macht keine Hufeisen. Garantiert nicht. Und spätestens in Städten wird das Ganze auch kodifiziert in Zünften. Da wird es einfach verboten, etwas anderes zu machen. Und es gibt zum Beispiel auch den Messerschmied. Der darf Messer machen. Ob das Messer so lang ist oder so lang, na, Kamera, so, ist vollkommen egal. Er darf Messer machen. Er darf aber keine Schwerter machen. Das ist verboten. Er ist in der falschen Zunft. Wobei auch das von Stadt zu Stadt unterschiedlich ist, welche Zünfte wir überhaupt haben und ob wir überhaupt Zünfte haben. Nürnberg zum Beispiel hatte keine Zünfte. Da haben die Patrizier das erfolgreich verhindert. Gleichzeitig haben wir aber auf dem Dorf vielleicht nicht den Schmied, also in vielen Dörfern dürfte es den Schmied gar nicht gegeben haben.
Als aber zum Beispiel die Messerschmiede aufs Land gehen und sie sagen, ich will nicht mehr den ganzen Tag Messer schmieden, ich mache das jetzt anders. Ich gehe aufs Land und suche mir Bauern, die schmieden mir die Rohlinge. Die bringe ich in die Mühle, da, also in die entsprechende Schleifmühle, da werden sie geschliffen. Und bei uns in Nürnberg zum Beispiel werden die Griffe dran gemacht. Das ist das sogenannte Verlagssystem. Das haben wir im vorindustriellen Europa relativ verbreitet. Wir kennen es heute aus von Büchern, selbes System, ein Verleger in der Mitte beauftragt die ganzen Arbeiten, die er alle kontrolliert, er gibt das Material, das ist der Verleger. Gab es früher in ganz vielen Dingen. Am bekanntesten ist es bei den Weber, in der Weberei, da war das ein europaweites Geschäft. Bei den Messern gab es das eben auch. Und die gehen auf die Dörfer und finden tatsächlich Bauern, die schmieden können. Zumindest ausreichend, um so etwas herzustellen. Weil die einfach in ihrem Alltag bereits genug Eisen haben, genug Eisen zu tun haben und Schmiedewaren herstellen. Die haben dann eben ein Zubrot und werden die Lieferanten. Also da sehen wir schon, Eisenbearbeitung war relativ verbreitet. Aber das hat eben auch nichts mit dem Kunstschmied zu tun. Das war nicht deren. Die Bauern konnten höchstwahrscheinlich, außer wir haben einige Talente, keine Kunstschmiede. Dinge herstellen. Und auch da, wie gesagt, ich kenne etliche Schmiede und einige davon sind Hobbyisten, die machen das nebenbei, die haben einen ganz normalen Beruf, können aber großartige Dinge machen. Also wer es oft genug macht, man muss nicht ein Profischmied sein, um nette Dinge zu können. Aber wer ein Profischmied ist, der kann mehr nette Dinge. Und der kann die richtigen netten Dinge. Das ist dann eben der sehr, sehr große Unterschied. Die Weiterverarbeitung ist dann noch ganz spannend, denn wenn ich so einen die Gegenstände habe, das ist auch so oft die Frage bei meiner Rüstung, die typische Frage, waren die wirklich so poliert? Hier habe ich so einen Harnischpolierer. Der steht ja stellvertretend für ganz viele Gewerke darum, der nicht nur Harnische wurden poliert, auch Schwerter wurden poliert, von einem anderen Berufszweig. Natürlich. Und hier sehen wir das Ganze händig. Ich habe hier einen hölzernen Stab mit Lederbeschlag, mit dem ich den Stahl poliere. Als Poliermittel kann ich zum Beispiel Rost verwenden. Das ist ein sehr gutes Poliermittel. Sogenanntes Eisenrot. Es gibt aber auch zum Beispiel so etwas wie Kalksorten. Wiener Kalk kennt man ja heute als Scheuermittel. Die kann ich ebenfalls verwenden. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die spätere Alternative ist dann allerdings die Harnischmühle. Hier sehen wir tatsächlich, also nicht nur als Beschreibung, hier kommt der Arbeiter mit einer ganzen Kiepe voller Harnischteile rein. Und hier haben wir diese wassergetriebenen Räder. Hier oben werden sie befeuchtet und dann sitzt hier ein Arbeiter dran und poliert an diesen Rädern, die mit Leder bezogen sind, sein Harnisch. Und durch den hohen Außendurchmesser haben die eine so hohe Laufgeschwindigkeit, dass die ganz ähnlich sind wie mein Polierbock, den ich hier im Hof stehen habe. Also das dürfte kein so großer Unterschied sein zum Polieren mit einer modernen Maschine. Natürlich ein bisschen größer und aufwendiger. Und hier habe ich eben Massen von polierten Harnischteilen, die herumliegen. Also tatsächlich schon ein eigener Handwerksbetrieb, gab es auch eigene Zünfte zu, eigene Meister. Harnischpolierer war ein eigener Beruf. Und wir haben auch zum Beispiel hier ein Gemälde von Hans Memling, da sehen wir die Auswirkungen. Da sehen wir tatsächlich mal im Detail eine Rüstung, auf der die Spiegelung auch dargestellt ist. Wir sehen die Landschaft, wir sehen die Stadt, wir sehen die Bäume, wir sehen die Menschen. Und mein Gegenstück dazu, das ist meine Rüstung. Im aktuellen Zustand, da sehen wir ganz genauso die Spiegelung der Umgebung. Deswegen ist meine Rüstung so poliert, weil es die Quellen eben hergeben. Und dasselbe haben wir beim Schleifen hier. Das ist zwar ein späteres Bild, sehr modern, ist schon dampf- und elektrisch betrieben, aber im Mittelalter läuft das ganz genauso. Die Schleifräder sind so groß, dass sie im Boden eingelassen werden. Und der sitzt jetzt hier. Wir kennen aber auch Bilder zum Beispiel aus Solingen. Da liegt er auf einem Brett auf diesem Schleifrad und kann seine ganze Kraft drauf übertragen, kann wirklich mit Körpergewicht arbeiten und so kann der halt Klingen zum Beispiel schleifen. Und im Solinger Bereich gibt es dann sogar das Blauplisten. Das ist so fein geschliffen und poliert, dass es so einen bläulichen Schimmer gibt und weniger stark rostet wegen der feinen Oberfläche. Das gibt es bis heute. Küchenmesser, die blau gepliest sind, habe ich in meiner Schublade liegen. Das ist tatsächlich noch nicht ganz verloren. Es zeigt aber auch dann, warum Wasserkraft so wichtig ist. Wir hatten jetzt in diesem ganzen Bereich Stahl, hatten wir Hammerwerke, wir hatten Pochwerke, wir haben solche Schleifmühlen. Und im Spätmittelalter wurden bereits Kriege darum geführt, Wasserläufe unter Kontrolle zu kriegen. Nürnberg war da ganz groß. Und die Wasserläufe im Bergischen Land sind auch das, was der Stadt Solingen seinen berühmten Namen als Klingenstadt gegeben hat. Die Klingen waren wahrscheinlich auch gut, aber sie waren jetzt auch eben keine Wunderklingen. Aber man hatte alles, was man brauchte, um da
komplett naheinander eine Klingen- und Stahlindustrie aufzubauen, vor allem mit kurzen Wegen zum jeweils nächsten Gewerk. Das war halt der ganz, ganz große Standortvorteil von Solingen. Und das hat einen Ruf begründet, der im Prinzip bis heute anhält. Ja. Wie können wir das Ganze jetzt verwenden? Im Living History relativ klar, wir halten uns an die Fakten, das, was wir wissen, das kann man wunderbar vermitteln, anhand von unseren Waffen, anhand von unseren Rüstungen, anhand von sonstigen Gegenständen, den Leuten eben klar machen, die Unterschiede zwischen einem Schwert als wirklich Hochleistungsgegenstand und einfachen Eisendingen. Hufeisen, wie gesagt, viel wissen über Pferde, aber ist jetzt nichts, was so wahnsinnig aufwendig ist als Schmiededing. Im Lab und im Rollenspiel können wir daraus sogar eine ganze Menge machen, denn das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist die irdische Realität. Zum Beispiel, wenn wir als Game of Thrones nehmen, die Bücher nicht, die Serie. In den Büchern beschreibt George R. R. Martin eine Methode, dass dieser valarische Stahl, der so oft genannt wird, gefärbt wurde. Da haben wir bunte Rüstungen. Wenn man die Bücher liest, diese Ritter haben bunte Rüstungen. Stellt euch meine Rüstung vor mit einem Farbfilter drüber, fertiges valarischer Stahl. Finde ich einen interessanten Gedanken. Aber wir können eben auch die Legendenteile nehmen. Also bei Conan, Krom, da geht es eben darum, die haben schon Stahl. Alle anderen kämpfen im Prinzip mit Eisenwaffen, aber sein Volk hat Stahl. Sein Schwert ist ein Stahlschwert. Gehärtet und alles. Also entsprechend hochwertig. Kann man nicht glauben, wenn man dieses Filmschwert sieht, dann denkt man immer, oh, um Gottes Willen, was für ein Prügel. Aber im Buch ist das eben so. Und wenn wir jetzt eben in modernere Fantasy gehen, nehmen wir das schwarze Auge. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus als in anderen. Zwergenstahl oder Zyklopenstahl. Was ist das jetzt? Warum nicht sagen, die Zwerge haben bereits Hochöfen? Die können, wie auch immer, Stahl schmelzen. Die haben ein viel homogeneres Produkt als die Schmiede außerhalb, die noch mühsam die Luppen verschweißen müssen. Oder es wenigstens aus dem Hammerwerk holen oder sowas. Ja, warum auch nicht sagen, die Zwerge brauchen da nicht mal diesen Stückofen, die kommen mit, nehmen wir Lava oder sonst irgendwelche Gründe, kommen locker über 1500 Grad, gar kein Ding, die haben richtige Hochöfen. Können den Massenstahl erzeugen, frischen können sie auch gleich noch. Also im Prinzip das, was in der Industrie im 19. Jahrhundert dann Stand der Technik ist, sagen wir, Zwerge können das. Und schon haben die Zwerge einen extrem hochwertigen Stahl in einer Homogenität, an die ein menschlicher Schmied einfach nicht rankommt. Kann er nicht, kann er so lange hämmern, wie er möchte, der kriegt diese Homogenität von einem Stahl aus dem Hochofen einfach nicht hin. Schon haben wir einen ganz ohne irgendwelche merkwürdigen Ideen, einen hervorragenden Stahl. Geht. Oder wir nehmen Legierungsbestandteile. Also es gibt ja so Sachen wie Mithril oder sowas, aber Mithril muss ja nicht mal als reines Mithril auftauchen. Es kann schon als Stahlbestandteil, als Legierungsbestandteil sein. Und dann können wir dem auch die erstaunlichsten Eigenschaften geben. Genauso gut können wir auch Stahl zum Gegenstand eines Abenteuers oder sowas machen, wenn wir eben sagen, Stähle werden verbunden, wie beim Damaststahl. Ja, vielleicht muss man einen besonderen Stahl besorgen. Oder es gibt so Härtegeschichten. Also es reicht eigentlich, Stahl in Wasser oder in Öl abzuschrecken zum Härten, vollkommen. In Geschichten haben wir Menschenblut, Tierblut, Löwenurin und sonstige Dinge. Warum nicht? Oder Einhörner mit einschmieden oder sonst etwas. Man kann da eine ganze Menge machen, wobei halt der reelle Stahl, das, was wir über Stahl tatsächlich wissen, da einen wunderbaren Rahmen gibt. Ja, also wenn man sich das Wissen wenigstens hat, und ihr habt es jetzt, kann man das durchaus beachten. Man kann das natürlich auch überdehnen und brechen. Und gerade im Lab, da ist ja immer sehr schön, wir arbeiten mit Stahl, aber wir setzen den Stahl oft durch Gummi, also durch Schaumstoff und Latex. Eine Zahl, die man wissen sollte, 1 Liter Stahl, also 10 mal 10 mal 10 Zentimeter, so ein Block, ist 1 Liter, wiegt 7,85 Kilo ungefähr. Ändert sich auch nicht bei den Legierungsbestandteilen. Auch das hört man oft. Ja, Stahl, Eisen mit Kohlenstoff, Kohlenstoff ist leichter, dann ist ja auch das ganze Eisen leichter. Ja, aber alles ab 2% ist Gusseisen. Für uns nicht mehr brauchbar. 2%. Wir reden also von einer Gewichtsveränderung im 2%-Bereich. Vollkommen egal. Aber 1 Liter, 7,85 Kilo. Ein solcher Hammer, 20 Liter, 20 mal 7,85, müsste ich jetzt rechnen können, 150 Kilo. Ganz grob. Darf man haben. Ich mag große Hämmer. Ich sehe große Hämmer gerne. Spielt damit, klar. Aber wenn euch jemand, denkt euch aus, warum der so leicht ist. Auch da können wir wieder reinkommen. Ist halt der eine besondere Hohlkonstruktion? Ist der mit irgendwelchen anderen Dingen? Warum ist der so leicht?
Wir sind bei der Fantasy. Ich bitte euch. Was ich dann oft habe, so als Rüstungsenthusiast, ist, wenn ich im Lab sehe, wie Rüstungen repariert werden. Wenn ihr jetzt, ich habe hier, ach, habe ich ganz vergessen, ich habe hier quasi ein Teil eines Armzeugs, so ein Geschübe aus drei Platten. Und die zeigen sehr schön die Schliffbilder und so. Das ist unbehandelt. So ist der Stahl aus der Esse gekommen. Von der Esse gekommen, also direkt vom Schmied. Da ist nichts passiert. Und ihr seht, der ist ganz ordentlich rostig. Ich weiß nicht, ob man es gerade so richtig gut sieht. Vielleicht mehr zum Licht. Der ist ganz ordentlich rostig. Ist nicht im besten Zustand. Hier ist er geschliffen. Nur geschliffen, nicht poliert. Das ist das, was man gerne auf Märkten so als fertige Rüstung bekommt. Und auch hier im Licht nicht gut zu sehen, hat schon richtig Rost abbekommen. Und hier habe ich einen polierten Stahl. Der ist nahezu rostfrei, obwohl ich keines dieser Stücke jemals gepflegt habe. Die gehen seit Jahren durch die Hände von Leuten und ich will einfach wissen, welchen Zustand sie erreichen. Und jetzt sehe ich sehr oft auf Labs, dass jemand eine Rüstung reparieren will und nimmt das Ding und haut so ein bisschen mit dem Hammer drin herum. Bei einer billigen Rüstung geht das. Die ist ungehärtet. Bei einer gehärteten Rüstung macht man da halt gar nichts. Passiert nichts. Mit dem Hammer macht man nur schlimmer. Wenn ich Rüstung repariere, das habe ich auch schon auf Lab häufiger gemacht, das erste, was ich tue bei so einer Rüstung, ich poliere sie. Ich nehme mein Schleifzeug und nehme die Rostflecken vor. Da ist der Besitzer wahnsinnig dankbar, notfalls öle ich sie sogar. Sehr schön, um Zeit zu verbringen, die man regeltechnisch vielleicht braucht. Was realistisch ist als Reparatur, ist nicht der Metallteil, sondern sind die Lederteile. Die Riemen, die Schnallen, das ist das, was wirklich oft zerstört wird. Und vor allem die Nieten. Die Nieten sind das, was als erstes zerstört wird. Wenn ich jemals an meiner Rüstung irgendwelche Probleme habe, dass irgendwas kaputt ist, dann ist es eine Naht, die aufgegangen ist. An meinen Handschuhen sind jetzt am Wochenende gerade die Nähte aufgegangen, die den Innenhandschuh mit dem Außenhandschuh verbinden. Nieten fliegen raus, Schnallen reißen, also die Riemen reißen ab, die Schnalle verliert einen Dorn. Das sind die Sachen, die man sich tatsächlich vornehmen sollte, die man im Spiel vornehmen sollte. Das ist das, wo man etwas reparieren kann. Beim Schwert, man kann Schaden rauswetzen. Das ist tatsächlich das Einzige. Wenn ein Schwert in der Schlacht bekommt, ein Schwert Schaden. Also kann man noch so lange darüber diskutieren, ob man mit der Fläche oder mit der Klinge pariert. Das ist letztlich vollkommen egal. In einer Schlacht wird sie Schaden kriegen. Und selbst wenn man auf Rüstung haut, kriegt sie auch schon Probleme. Da einen Wetzstein nehmen und diese Schaden bearbeiten. Also so tun, als würden wir den Schaden bearbeiten im Lab. Oder im Tischrollenspiel eben erzählen, dass man die Schaden bearbeitet. Das ist das, was man bei Schwertern im Alltag machen können. Ölen kann man es natürlich auch, aber bei Rüstung verliert die Rüstung durch Ölen Glanz. Muss man wissen, ob man es tut. Ich tue es nicht. Meine Rüstung kriegt kein Öl. Das sind realistische Dinge, die man als Reparatur spielen kann. Es gibt auch Rüstungsreparaturen, das kennen wir. Schweißen können die nicht so ohne weiteres, das funktioniert nicht. Was man gemacht hat, wenn man eine Rüstung reparieren wollte, man hat ein neues Stück drauf genietet und die Nieten dann verschliffen. Da gibt es tatsächlich Beispiele, dass ein Stück wie ein Flicken aufgesetzt wurde, eingenietet wurde und das wurde dann beigehämmert, die Nieten wurden plan geschliffen, da hat man eine relativ unauffällige Optik. Bei Ringpanzern, sogenannten Kettenhemden, da ist es natürlich einfach, klar, Ringe austauschen, Ringe neu einflechten, das ist natürlich das, was hervorragend geht und was man auch schön darstellen kann. Ja, ich hoffe, das ist ein halbwegs brauchbarer Überblick über das Thema Stahl und Eisen. Mein Wissen ist da auch beschränkt, auch wenn ich mal eine Lehre in dem Bereich gemacht habe und so mein Schulwissen habe. Ganz, ganz viele Dinge sind selbst da falsch dargestellt worden oder also gerade so Bereich Damast und so, da ist so viel falsche Vorstellungen im Umlauf, da muss man sich tatsächlich einlesen. Da gibt es aber natürlich Leute, die das erheblich besser wissen als ich und die mir immer wieder hilfreich sind, wenn ich da selber meine Probleme habe. Aber ich habe versucht, so ein paar grundsätzliche Fakten zusammenzutragen, so eine grundsätzliche Vorstellung davon zusammenzutragen, was ist Stahl überhaupt, wie funktioniert das Ganze, wie wird es hergestellt und das in irgendwelche Hintergründe, sowohl in die historische Darstellung als auch ins Rollenspiel einfließen zu lassen, ist natürlich das Ziel des Ganzen. Und ich hoffe, ich war euch da ein wenig hilfreich. Wenn ihr Fragen habt, überhaupt diskutieren wollt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ich versuche wie immer, so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, da freue ich mich immer sehr. Es ist auch, wir sind fast bei 750 Leuten, also ich habe fast 750 Abonnenten. Großartig, vielen lieben Dank dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass ein kleiner Kanal so schnell wächst, also vor
Als wir angefangen haben, vor 6 Wochen oder so, waren wir noch bei 30. Gut, es war nichts auf dem Kanal, aber jetzt sind 750. Ich bin so guten Mutes, dass die 1000 erreicht werden. Wer mich besonders unterstützen will, unten in der Beschreibung ist ein Link, mit dem ihr mir einen Kaffee bzw. ein Malzbier spendieren könnt. Ihr könnt mich auf Patreon unterstützen, freue ich mich immer wahnsinnig. Es gibt tatsächlich viele Leute, die das tun. Ich bin völlig von den Socken, dass ich großzügige Unterstützer habe. Ja, ansonsten vor allen Dingen schreibt mir. Die Interaktion ist das, was ich wirklich liebe und ich bin immer sehr überrascht, dass ihr ein so gutes Publikum habt mit ganz spannenden Fragen. Allein daraus müssen wir irgendwann eine Sendung machen mit den wichtigsten Fragen. Ja, ansonsten war es das für heute. Wir sehen uns bald wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.